willkommen bei den Audiospuren. Wir sind Jessie und Peru. Und heute haben wir eine neue Rubrik. Wieder mal. Aber was ganz Neues hier. Ja, es ist immer so, wenn man gerade etwas erstartet. Unser Podcast steckt ja noch in den Kinderschuhen. Und heute möchten wir ein Spiel spielen. Das klingt wie bei Saw. Kennst du Saw? Ja. Ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Genau. Okay, Entschuldigung. Sonst mache ich es aus. Erklär mal, was wir machen wollen. Wir wollen das Spiel spielen Kiss, Marry, Kill. Vielleicht kennt ihr das ja. Und zwar haben wir jetzt gerade ganz innig vorbereitet so ein paar Zettel und wollen jetzt jeweils drei Zettel ziehen. Ja. Auf denen stehen Namen aus Büchern, Filmen, Serien und Autoren. Genau. Und dann müssen wir entscheiden, ob wir welche Personen der dreien wir küssen, welche wir töten und welche wir heiraten würden. Genau. Und das machen wir jetzt abwechselnd und vielleicht wird es ja ganz lustig. Ja. Also fangen wir an zu rascheln. Okay. Eins. Zwei. Drei. So, den ersten Namen, den ich gezogen habe, ist Caroline von Two Broke Girls. Also die Blonde. Ja. Die bisschen nervigere. Die Milliardärin. Ehemalige Milliardärin. Ex-Milliardärin. Wenn sie Milliardärin wäre, wäre klar, dass sie heiraten würde. Ex-Milliardärin. Ja. Dann haben wir Willow von Buffy. Die Hexe. Und Draco Malfoy. Malfoy, Entschuldigung. Sag ich Malfoy. Der wird aber Malfoy geschrieben. Malfoy. Skiff wird auch Skiff geschrieben. Aber die Mall wird ja auch mit A geschrieben. Also ja, die Mall wird mit 2L geschrieben. Ja, und Skiff Science wird auch mit SC geschrieben. Ja. Und nicht Skynes ausgeschrieben. Ja, doch, bei mir schon. Also, Kill ist einfach, ich töte Draco. Nein. Doch. Mein Draco. Jetzt habe ich Willow und Caroline. Ich glaube, ich würde Willow heiraten, weil sie hat Zauberkräfte und damit kann man ganz viel machen. Und sie wäre dann meine Ehefrau. Und ja, sie ist eh lesbisch, also ich glaube, die kann mit mir eh nichts anfangen. Und Caroline, die würde ich küssen. Dann hält sie wenigstens die Klappe. Ja, die kann auch beim Knutschen reden. Die kann auch beim Knutschen reden, oh je. Okay, aber das ist meine Entscheidung. Ich küsse Caroline, ich marry Willow und I kill Draco. Armer Draco. Aber warum magst du Draco? Ich liebe Draco. Warum? Das ist quasi der Nazi, der Harry Potter lebt. Quatsch. So ein Müll. So eins. Ist. Tada! Das war klar, dass ich das ziehe. Page? Nein. Ich dachte schon. Angel. Angel, okay. Genau so. David Boreanaz. Barney Stinson. Und Howard Wolowitz. Von The Big Bang Theory. Oh my god! Aber drei knackige Männer hast du da. Oh, wie scheiße ist das denn? Also, ich glaube, ich würde... Tick-Tack, Tick-Tack. Soll ich Jeopardy-Melodie anschmeißen? Bim, bim, bim. Das mache ich ja bei dir auch. Also, ich würde... ich glaube, ich würde... Barney heiraten. Okay. Und Howard küssen und Angel killen. Wird Howard küssen. Ja, dann ist es ein Kuss und dann ist es vorbei. Dann habe ich meine Ruhe. So, aber Angel müsste ich ja dann länger ertragen. Ich hätte Angel geheiratet, Barney geküsst und Howard getötet. Ja, ist aber nicht. Du bist aber nicht dran. Ja, schade. Bist jetzt erst dran. Ja.
Ich mag Englische. Ich nicht. Und Nummer 3. So, wen haben wir denn mal hier? Carrie von King of Queens. Hübsche Frau. Also damals jedenfalls. Sebastian Fitzek. Und Citra von Side. Okay. Ha. Schwierig. Schwierig. Dum, 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 dum. Also, ich denke, Carrie und Doug kommen mir bekannt vor aus meinem eigenen Leben. Ich habe sowohl Anteile von Carrie als auch von Doug in meiner Beziehung. Manchmal sind wir auch wie Doug und Carrie. Deswegen, ich glaube, ich würde Carrie heiraten. Die würde gut zu mir passen. Sebastian Fitzek, Citra. Schwierig. Ich würde Citra töten. In ihrer Welt kann man eh nicht sterben. Die käme dann in, wie heißt das? Sie wäre nur in einem totenähnlichen Zustand, würde wiederbelebt werden. Und dann küsse ich Sebastian Fitzek. Dann würdest du aber auch nachgelesen, weil du einen Skiff getötet hast. Ach, stimmt. Also sie ist ja noch kein Skiff. Natürlich Sai, ist die auch schon Skiff. Natürlich ist sie ein Skiff. Okay, am Ende des ersten Bandes ist sie ein Side. Ja, egal, ich würde sie trotzdem töten und egal. Du darfst auch keinen Skiss-Lehrling töten. Okay. Aber ich würde es machen. Okay. Ich will Sebastian Fitzek nicht töten. Dann gibt es keine neuen Bücher. Horror. Musst du selber schreiben. Ja, aber ich kann nicht so gut schreiben wie er. Tja. Okay. So, dann ziehe ich mal wieder. 2 habe ich schon. Wieder irgendwas Dummes. Ich dachte, du kriegst Paige. Von Charmed. Das ist der Lieblingscharakter von der Tracy. Machst du es jetzt spannend? Ja. Das eine ist, das kenne ich gar nicht. Geil. Wie kennst du nicht? Wir haben es doch vorher abgesprochen. Ja, ich weiß trotzdem nicht mehr, wie der aussieht oder was der gemacht hat. Keine Ahnung. Dann sag mal, wer ist denn? Ich habe Leo von Charmed. Rajesh Kudrapali und Gail. Und ich habe keine Ahnung, wer Gail ist. Ich weiß, der ist von Panem, aber ich weiß nicht, wer das ist. Das war der beste Freund von Katniss, der aber zurückgelassen wurde. Also Katniss ist ja dann quasi in die Arena. In welchem? Im ersten schon, der kommt allen rein. Der ist mit ihr am Anfang sehr gut befreundet, die gehen zusammen jagen. Ach so. Ach, der! Okay, ja, gut aussehen. Also ich glaube, ich würde trotzdem Gail töten. Raj küssen und Leo heiraten, weil Leo könnte mich dann überall hinbeamen. Das wäre okay. Cool. Aber Wolowitz erstmal küssen und dann Raj. Ja, wieso? Es ist ein Kuss und dann ist vorbei. Ja. Ich würde Gail küssen und Raj töten. Kannst du nicht die Inder töten? Kennst du das doch aus dem Film? Aber Rat ist die Inder, die Asiaten sterben zuerst, oder wie war das? Rat ist beziehungsunfähig, der nervt auch. Ach, gar nicht. So, meine 3, ich hab wieder gezogen. Ich hab Piper von Charmed. Das weiß ich. Ich hab Emily von deinem Lieblingsbuch Jonah. Das ist nicht mein Lieblingsbuch. Eines deiner Lieblingsbücher. Und Sissy Canciora. Warum hast du immer weibliche und ich immer männliche? Irgendwie gut gezogen. Keine Ahnung. Also, Sissy Canciora ist die Autorin von Nur was ich mag. Typisch Sissy ist ihr YouTube-Kanal. Wir haben einen Podcast drüber gemacht. Richtig, damit ihr wisst, wer es ist. Also, Emily würde ich töten, das ist ganz klar. Die hat auch gar keinen Charakter, da würde auch nichts in der Welt fehlen. So. Du Arsch. Also das ist schon echt. Nee, das sagt man nicht. Ich würde Piper heiraten, die ist eine gute Mami. So, eine gute Hausfrau und Mami. Und Sissy, das ist eine ganz hübsche, die würde ich küssen. So. Sissy, bitte guck dir diesen Podcast an. Hör dir diesen Podcast an. Auf der nächsten Buchmesse bist du fertig. Oh Gott. Du
Arme. Hey. Wenn du das so androhst, dann du Arme. So, eins, zwei und Nummer drei. So. Das ist aber was Schönes. Das ist auch hübsch. Du machst uns echt spannend. Ist auch gut. Oh mein Gott, wie soll man sich denn da entscheiden? Ich habe nichts gesagt. Piep. Piep. Okay, also ich habe... Oh nein, ich will nicht. Ich habe Hermine Granger. Okay. Ich habe Phoebe. Oh. Und ich habe Newt von Maze Runner. Okay. Oh, ich, also ich hätte da meine Entscheidung schon. Ja, du, ich aber nicht. Oh. Okay. Ich würde auf jeden Fall Newt heiraten. Und Phoebe töten. Nein. Und Hermine küssen. Nein. Nein. Wie kannst du Phoebe töten? Ja, ganz einfach. Nichts geht über Emma Watson bei mir. Oh. Niemand. Und deswegen ging nicht anders. Ja, aber Newt. Wer ist Newt? Newt ist cool. Newt. Hallo? Newt ist voll toll, ja. Nein. Nochmal. Ich hab da jetzt auch nicht kommentiert. Also nee. Nicht so wie du. Nein. Ist so. Nein. Ist so. Hast du nicht kommentiert. Nicht so wie du. So, ich zieh wieder drei Zettelchen hier. So. Mach doch, mach mal. Ich mach's nicht so spannend wie du. Oder soll ich es auch so spannend machen? Nee, egal. Aha. Ist nicht schwer. Okay. Das ist eine blöde Kombi irgendwie, weil ich alle drei verschmerzen könnte, glaube ich. Also ich habe zweimal, ich hatte vorher schon Willy. Ich hatte Willow, jetzt habe ich Lily von How I Met Your Mother, wird von derselben Schauspielerin dargestellt. Auch aus How I Met Your Mother habe ich den Marshall, also ihren Ehemann. Und ich habe Thomas von Maze Runner. Dylan O'Brien. Also ich würde Thomas töten, weil er mir nichts bedeutet. So, jetzt ist schwierig. Bei Kiss steckt ja auch ein bisschen ins Bett gehen dahinter, weil es gibt ja auch die Variante mit Mary Kill. Wir haben daraus, also wir haben die Variante Kiss, die leichtere Variante genommen. Ich glaube, für mich ist es nur Kiss, nicht das, was du meinst. Ich glaube, Marshall ist mir zu weichspülhaft. Ich würde Lily heiraten. Da hätte ich wenigstens ein bisschen Spannung in der Beziehung. Und Marshall würde ich einmal küssen und in die Wüste schicken. Hallo, Rollo, willst du einen Ratsch, bitte? Da ist Marshall und Schönling dagegen. Ja, aber dann hast du dagegen den Thomas, weißt du, der wirklich hübsch ist. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der aussieht. Der hat mir zu wenig bedeutet. Ich kann doch den gutherzigen Marshall nicht töten. Doch, der geht mir so auf den Geist. Der ist viel zu lieb und brav und schnulzig. Ja, deswegen einmal küssen und tschüss. Also, ich habe... Ich habe schon wieder vergessen, wer das ist. Muss ich dir gleich erklären? Ja. Aber sie zeigt mir auch nicht, wen sie zieht. Sie macht es äußerst. Also, spannend. Ich habe zum einen Oleg von Two Broke Girls. Dann habe ich Theresa von Maze Runner. Und dann habe ich einen Peter Malak. Peter Malak. Ja, Tribute vom Hanen, der Blonde. Mit dem sie in der Arena der ist. Der auch so hässlich ist. Hässlich? Naja. Oh, das ist fies. Also.
Gut. Ich würde Oleg töten, weil er einfach so eklig ist. Ist ja nicht sexy. Wenn du das sexy findest, dann ist das... Nee. Dann würde ich Theresa küssen, auch wenn ich sie nicht mag. Überhaupt nicht mag. Aber ich kann mich ja damit rausreden, sie hat Thomas geküsst, also... Okay. Habe ich so indirekt dann auch Thomas geküsst, so. Okay. Dann wüsste ich nicht, überleben. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die aussah, oder... Aber ist ja auch ein Buch. Hm. Ja, du hast die Filme ja nicht gesehen. Den ersten schon. Ja, aber die restlichen nicht. Ja. Und dann Pete Millar würde ich halt heiraten, auch wenn ich den nicht kenne. Der ist doch süß. Keine Ahnung. Kümmert sich um dich. Das ist schon ewig her, dass ich das gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, wie der aussieht. Keine Ahnung. Okay, aber dann haben wir alle Charaktere von Panem jetzt eh durch. Ja. Dann kommt jetzt keiner mehr. Dann brauchst du keine Sorgen, die ich mache. Ja. Also auf 40 noch kein Auto war. Ah, wir haben noch genug Zettel hoffentlich. Bis auf Fitzek kein Auto, ich hatte. Den Fitzek hatte ich. Ja, ich sag doch, bis auf Fitzek und die CC hat mir noch kein Auto. So viele sind da auch, glaube ich, gar nicht drin. Ein paar. Hm. So. Oh. 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 Okay. Jetzt schalt die Hälfte ab. Okay, sehr gut. Also, ich habe gezogen Crew von Charmed. Mhm. Dann habe ich Buffy gezogen. Mhm. Und Buffy? Ich habe Buffy. Ja, von Buffy. Von Buffy, genau. Okay. Und ich habe Harry Potter gezogen. Ja. Harry Potter, okay, das ist jetzt schwer. Puh stirbt sowieso, soll ich so umbringen? Nein. Also, Buffy heirate ich. Also, wenn du jetzt Harry tötest, dann... Aber es ist schwer. Buffy heirate ich? Ich will Harry nicht küssen. Ich will einfach Harry nicht küssen. Ich finde, Harry küsst man nicht. Nee, aber ich will ihn auch nicht heiraten. Ich will Buffy heiraten. Wenn jetzt nicht Buffy dabei gewesen wäre, hätte ich Harry geheiratet. Aber ich heirate Buffy, ich küsse Prue und muss leider Harry töten. Oh nein! Wenn Blicke töten könnten, wäre ich jetzt hier zu Staub zerfallen. Ja, die Kombi ist halt schlecht. Ich will Harry nicht küssen, aber Buffy muss ich heiraten. Da geht kein Weg dran vorbei. Ich muss Harry töten. Oh Gott. Also, wenn ihr nichts mehr danach von mir hier hört, von nach diesem Podcast, dann bitte sucht nach mir. Vielleicht liege ich irgendwo vergraben im Wald, weil ich ermordet wurde. Oh, du bist dran. Hier will nicht jemand nicht mehr, glaube ich. Ja, was hättest du denn gemacht? Harry geheiratet. Hättest du Prue oder Buffy getötet? Und wen? Sag jetzt nicht Buffy. Dann gucke ich nämlich auch so böse. Ja, Prue, die stirbt doch eh. Aber willst du da... Achso, du könntest Buffy küssen, ja? Ja. Aber ich will Buffy nicht küssen. Ich will sie heiraten. Ja, dann küss Harry. Aber ich will doch nicht Harry küssen. Das ist ein kleiner Kuss und fertig. Wenn ich an Harry denke, denke ich an die Version im ersten Film. Das ja, aber warum denkst du denn dann daran? Selber schuld. Oh. Wenn du so ekelhafte Gedanken hast. Er ist ja die ganze Zeit über ein Teenager-Schüler. Nee. Nee. Buffy auch? Nee, nur in den ersten zwei Staffeln oder so. Danach geht sie aufs College. Du bist dran. Sie schüttelt nur den Kopf. Du weißt schon, dass wir hier ohne Bild aufnehmen, du musst schon. Oh Mann. Die Rache ist blutlos. Als hätte ich sie persönlich gekillt. Ihn. Nee, dich. Meine ich doch. Es ist doch nur Harry. Es ist nur Harry. Okay, jetzt weiß ich schon mal, wen ich töte.
okay, das ist einfach. Also, ich habe Newt Scamander, Laura Newman und Sherlock Holmes. Was denkst du? Also Newt Scamander ist erstmal aus Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, der Protagonist. Ja. Dann haben wir Laura Newman, die Autorin und YouTube-Star. Nein, Quatsch, aber sie hat einen YouTube-Kanal. Und wir haben Sherlock Holmes. Du würdest Laura Newman töten. Du würdest Sherlock küssen und Newt heiraten. Vollkommen falsch. Ehrlich? Ja. Okay, krass. Newt Scamander würde ich töten. Was? Ja. Was? Laura Newman würde ich küssen. Ich bin perplex. Und Sherlock würde ich heiraten. Du würdest Newt... Warum willst du Newt töten? Weil ich ihn nicht mag. Ihn? Ja. Warum? Ich mag ihn aber vom Charakter her nicht. Ehrlich? Ich mag Newt. Den Niffler fand ich cool, aber ihn fand ich nicht. Nee, oh Mann. Ich dachte, Rache ist böse. Ja gut, so. Selber Schuld, also so nah geht's mir nicht. Rache wäre jetzt, wenn du Buffy gezogen hättest. Aber wie soll ich die denn töten, wenn du die schon gezogen hast? Ja, tut mir leid. Ich habe 3 neue Zettelchen gezogen. Ich habe Xander von Buffy. Buffys bester Freund. Oh, ich habe Paige gezogen von Charlie. Haha! Warum? Ich mag Paige nicht. Aber ich mag Paige. Ja, aber da kann ich sie nicht mehr ziehen. Das und ich habe Neil Schusterman gezogen, den Autor von Scythe. Der ist sympathisch und so. Ich fand auch von der Statur, wir haben ein Foto zusammen gemacht, von der Statur haben wir uns, glaube ich, kaum was genommen. Aber ich glaube, ich müsste ihn in diesem... Nee. Hallo, dann gibt es keinen dritten Teil und dann stehen wir blöd da. Ja. Muss man ein bisschen mitdenken hier. Ja, aber nein. Ja, aber ich will ihn nicht heiraten und nicht küssen. Ich heirate Xander und küsse Paige und muss leider Neil Schusterman töten. Tut Schein mir leid. Dein Haupt und deine Uhr an. Ja, es tut mir auch sehr leid. Aber... Buffy ist halt meine Lieblingsserie und wenn ich die Chance habe, jemanden aus dem Buffy-Versum zu heiraten, heirate ich denjenigen. Ja, Paige ja nicht. Paige ist ja nicht daher. Ja, aber Paige mag ich auch. Sie schaut, das ist meine Zweitlieblingsserie. Und Paige sieht gut aus. Ich finde sie. Also, nichts gegen die Schusterman, aber. Hey. Marilyn Manson war sie gut genug. Ja, also die hat zusammen gepasst. Die hat dann, zu dem hat die gut gepasst. Also, ich habe 3 neue Zettel. Oh Gott. Also, ich habe Katniss Everdeen, Bernadette von Big Bang Theory und Amy Farrah Fowler von Big Bang Theory. Okay. Ich habe irgendwie die ganze Big Bang Theory Riegel gekriegt. Okay, ich würde Katniss Everdeen heiraten. Aha, okay. Und hätte ich jetzt nicht gedacht. Also wir sind noch da. Denk nicht, dass der Ton ausgefallen ist. Ich glaube, ich würde... Denk an piepsige Stimme von Bernadette. Ich würde... Aber sie ist hübscher als... Amy Farrah Fowler küssen und Bernadette töten. Okay. Ich hätte es ganz anders gelöst. Bernadette nervt. Ja, stimmt, das ist ätzend. Deswegen hätte ich sie wahrscheinlich geküsst, dann wäre sie still gewesen. Hm. Ja, aber nur für eine Sekunde. Hätte sie ja wieder angefangen. Okay. Na gut. 1. Wir haben gar nicht gezählt, ne? Wir sind ja gar nicht aufgekommen mit den 13. Ja.
weiß ich auch nicht. Okay. Och nee. Den wollte ich nicht. Okay. Während du alle Big Bang Theories hast, habe ich alle How I Met Your Mother sehr abgekriegt. Also ich habe Han von Two Broke Girls, diesen kleinen Asiaten. Ich habe Max von Two Broke Girls. Und ich habe Ted von How I Met Your Mother. Oh, ich mag Ted überhaupt nicht. Was? Er ist so süß. Nee, der ist so nervig und der kann sich nicht entscheiden. Und oh, so wie nervig. Das ist der schnulzige Marsch. Nee. Aber tatsächlich, also ich würde Max auf jeden Fall küssen. Die hat die vollen Lippen. Ich glaube, die kann gut küssen. Ich würde Max küssen. So, Han oder Ted? Ich glaube, ich würde trotzdem Han heiraten. Ja, ich finde den irgendwie knuffig. Und Ted mag ich gar nicht, den würde ich umbringen. Killen. Nee. Boah, ich hätte Ted geheiratet. Nee, das ist so nervig. Der ist so nervig. Ja, der Han nicht, oder was? Han ist irgendwie süß und doof. Ted ist ein erfolgreicher Architekt. So, nix. Geld macht mich glücklich. Nee, guck mal, ich habe hier einen Job hier bei Audiospuren, verdiene gar nichts dabei. Du bist auch nicht glücklich, oder was? Ja doch, eben, sag ich doch. Geld macht nicht glücklich. Ich nehme sogar Jobs an, wo man nichts verdient. Okay. Ich habe die nächsten drei gezogen. Ich habe Ron Weasley, Leonard Hofstetter und Penny. Beide aus der Big Bang Theory mal wieder. Du hast alle Big Bang Theory Leute gezogen. Nein, Sheldon hatte ich noch nicht. Der ist noch übrig, ja. Okay. Boah. Ja, wer nochmal der Erste? Ron. Ron Weasley. Harry Potter. Okay, also ich würde... Ich würde... Ron küssen, Leonard killen und Penny heiraten. Okay. Halt wieder Spruch. Oh mein Gott, das erste Mal! So, die Zettel werden immer weniger, unsere Zeit ist auch bald abgelaufen. Also, haben wir gut kalkuliert. Wir haben vor allem gut gezählt. Ja? Geht's genau auf? Nee, fast genau. Wir müssen noch zwei schreiben. Müssen wir ja nicht. Wir müssen ja nicht alle Zettel verbrauchen. Also, wen habe ich denn da? Ich habe Spike gezogen von Buffy. Der böse Vampir-Anfang. Ich habe Doug gezogen, Douglas Heffernan aus King of Queens. Und ich habe Sophie, wie heißt die? Von Two Broke Girls, Sophie. Keine Ahnung. Kuczynski oder so. Ja, okay. Genau. Okay. Ich finde Sophie so lustig. Aber ich würde Spike küssen. Ich würde Doug heiraten. So ein dicker Hausmann. Und Sophie würde ich dann, glaube ich, umbringen. Ich glaube, die ist mir auch zu alt. Die würde ich weder küssen noch heiraten wollen. Altersdiskriminierung. Tut mir leid. Stimmt, ich habe Arthur weggelassen und Earl. Ja, okay, aber so alt ist sie nicht. Nein, die ist nicht so alt. Ich meine, die kriegt ja noch ein Kind, hallo? Richtig, ja. Die ist bestimmt erst Anfang 50. Oh, wie fies du bist. So. Der war gut. Ah ja. Sie kriegt dann auch ein Kind. Das ist bestimmt erst Anfang 50. Ich zieh jetzt die letzten 13. Ah, schön. Okay.
Oh, herrlich. Ja. Okay. Das ist nicht nett, aber ja, es muss halt, ne? Also meine drei Zettel sind: Ich hab's vervollständigt, Sheldon Cooper. Okay, sehr gut. Ich hab Rowan von Skill. Five. Und ich hab J.K. Rowling. Oh, okay. Okay. Ich hab gar kein Bild von ihr im Kopf. Hast du ein Bild von ihr? Natürlich. Hallo? Das ist die Queen, ja. Sorry. Nur was sie eine Buchreihe geschrieben hat. Was? Nix. Willst du dich schon wieder unbeliebt machen? Nein, nein, alles gut. Okay, heirate sie doch. Also, ich würde... Ja, ich würde Sheldon küssen. Und... J.K. Rowling heiraten und Rowan töten. Siehst du? Ich hab Citra getötet und du killst Rowan. Ja. Das heißt, du bist auch getötet. Darfst du auch keinen auf. Ist mir egal, du bist aber auch schon tot, also ist egal. Ja. Ach so läuft das. Hier bei mir kommentieren, dass ich Citra töte. Hallo, ich küsse doch keinen 17-Jährigen. Krieg ja alle. Wäre aber noch legal. Nein. Mit Einverständnis der Eltern schon. Ja genau, ich frage die Eltern, die sich eh nicht für ihn interessieren. Ja, siehst du? Deswegen würde ich... Nee, also... Sorry, außer Sheldon ist cool. Ich mag ja, Sheldon. Aber der ist sehr egoistisch und sowas. Ja, deswegen auch nur küssen und nicht heiraten. Okay. Heiraten, das würde ich nicht überleben, das wäre viel zu anstrengend. Okay. Aber einmal küssen ist okay. Ja, und J.K. Rowling, die hat bestimmt genug Kohle, wenn man die heiratet. Das ist mir egal, aber die könnte... mir zum Beispiel Tipps bei meinen Büchern geben und so, das fände ich voll interessant. Also mit der könnte ich mich sehr gut unterhalten. Und dann könnte ich den ganzen Tag über Harry Potter reden und so. Also mit der würde ich generell gerne mal ein Gespräch führen. Also. Ja, wobei ich immer noch bezweifle, dass sie was anderes kann außer Harry Potter. Also das stimmt die anderen nicht. Bücher laufen ja, glaube ich, nicht so gut. Die fand ich aber auch gut. Hast du die alle gelesen? Ja. Ach, okay, ich nicht. Ich fand die gut. Also ich mag dieses ein plötzlicher Todesfall ist doch richtig gefloppt. Nee. Nee? Dann nur hier in Deutschland. Es ist nur nicht so bekannt geworden wie Harry Potter, aber es ist nicht gefloppt. Okay. Warum bringt sie dann ihre neueren Krimis mit einem Pseudonym raus? Ja, weil es ein anderes Genre ist. Ja, aber ein plötzlicher Todesfall doch auch. Ja, es war, glaube ich, so ein Testlauf und dann hat sie gesagt, okay, dann macht sie das Genre unter einem anderen Namen. Okay, na gut. Aber wir haben die halbe Stunde gut durchbekommen. Ja. Sogar wieder mehr als gedacht. Ich dachte erst, wir schaffen es nicht, weil wir so schnell waren und 10 Minuten waren dann so furchtbar schnell um. Und wir haben noch einen Zettel übrig und zwar, wer darf überleben? Jonah lebt! Oh nee! Geil, Jonah lebt! Auch Nee. Aber er wird auch nicht geküsst oder geheiratet, tja. Hätte ich mit beidem kein Problem mit einem. Obwohl, der ist ja schon tot. Nein, jetzt lebt er wieder. Okay, gut, danke fürs Zuhören. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.